So, jetzt aber. Neues Spiel, Freunde. Wir gehen rein und ich bin sehr gespannt. Immer noch genauso laut wie vorher, Leute. Ey, die meisten Leute schreiben perfekt. Wir schauen mal. Die Windgeräusche sind ja auch gleich weg. Vielleicht. Sie sind weg. Eine Motte. Spielen wir hier das Schweigen der Lämmer oder was? Oh, für mich war das gerade richtig laut. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Muss ich was machen? Muss ich was drücken? Ist das ein Startsymbol? Muss ich Start drücken? Es gibt keine Starttasten mehr auf den Controllern. Ich habe was gedrückt. It all starts with a dead girl. Für ein totes Mädchen sieht die mir ganz schön lebendig aus. Aber ein bisschen geschunden. Okay, das war doch recht drastisch. Ever since I was little, I've had this dream. It's the end of summer. A girl is running through the woods. The moon, the scent of pines. And then the gunshot. Und dann wacht sie jedes Mal auf, wie frustrierend. It always felt so real. The blood on my cheek, the cold sweat running down my skin. I'd managed to convince myself it really happened. This scar to memory. Warum ist sie so dreckig? A part of me I could never fully understand. Warum ist sie so krass dreckig? No wonder people used to think I was strange. Und mit wem redet sie? If they only knew. Okay, offensichtlich ein Fourth Wall Break. Also es that machte day, zumindest when the phone den Anschein. Rang, it was the hardest day of my life. The day I went home to say goodbye to my father, to dress him up for his last journey, put him in a suit, fix his tie. Simple. Just the things he did every day. Ich sag ja, fourth wall break. But looking through his stuff wasn't also easy. Der direkte Bezug zum I needed Zuschauer. A moment. Pull myself together. Alter, diese Kokainfliege aus dem Stream gestern ist wieder da. Krieg dich ein. I was almost ready. I just had to find his special tie clip. What? Ah ja. Ah, Panzersteuerung wie in Resi. Okay, wir haben die kleinen Pünktchen da, sind Hints, beziehungsweise sind Dinge, mit denen man interagieren kann. Tür. Alter, das ist original so eine Schrankwand, wie meine Oma die hat. Wirklich 1:1 eine Oma-Schrankwand. Richtig insane. Guck mal hier. Boah, die lol. Okay, man kann hier dran nicht... Ich muss mal ein bisschen mich in die Steuerung reinfuchsen. Hier dran kann man nicht vorbeilaufen. Aber sie hat wenigstens nicht diesen und bleibt stehen Moment. Das nervt nämlich sonst in Spielen unheimlich.
Aber es ist eine krasse Panzersteuerung. Also es ist schon wirklich sehr Resident Evil-ig. Krass. Ansehen. Ach so, ich kann mich hier im Bild auch noch umschauen. Oh, guck mal, da stehen auch zwei Tassen. Also sie scheint immer noch für jemand anderen Tee mitzumachen. Mhm. Lesen. Oktober. 2. Oktober, Tag der Schutzengel. 3. Oktober, Begräbnis um 10 Uhr. 4. Oktober, Ultraschall. Mhm, sind wir vielleicht schwanger? 7. Oktober, unsere liebe Frau vom Rosenkranz. Was? 9. Oktober, Biopsie. Oh, okay. Also vielleicht doch nicht schwanger. Oder vielleicht Risikoschwangerschaft. Wer weiß. 10. Oktober, Paket an Marianne schicken. 14. Termin beim Neurologen. Ah, okay. Ich weiß nicht, in was für eine Richtung wir hier gerade krankheitsgeschichtlich gehen. Begräbnis um 12.30 Uhr. Schon wieder? Auf wie vielen Begräbnissen hängt die rum? 18. nochmal Ultraschall. 22. Termin beim Neurochirurgen. 23. Begräbnis um 9 Uhr, Begräbnis um 11 Uhr. Hält sie da Reden? Und am 27. kommt Marianne zu Besuch, da wird sie vom Bahnhof abgeholt. Okay. Dann November. Aller Heiligen, aller Seelen und Operation. Am 5. November ist die Operation, alles klar. Ein Tag nach meinem Geburtstag ist Tag der Schutzengel. Cool. Bringt mir gar nichts. Ist voll unspektakulär. Oh, wartet mal. Details. Die Sachen sind auf... Nee, die sind auf Englisch geschrieben. Klar, im Kalender. Texte hatte ich auf Deutsch gestellt, Sprache ist auf Englisch, lässt sich auch nicht umstellen. Ah, okay. Oh, lol. Shit. Ja. Alter, nice to see you too. Das hat schon gereicht bei mir. Plackchen. It's like he never... Ich kann nicht mit der Katze Jack interagieren. Was a humble, religious man. Okay, he ran a funeral home, and I'd help out whenever I could. It felt good to be useful. Okay, was konnte ich mir angucken? Schreibtisch. I used to think I'd never fit in. But Jack, he didn't mind my weirdness. He kept telling me I was special. Jetzt mal ohne Scheiß, passt der von der Silhouette? Hatte der Mann, der das Mädchen erschossen hat, Haare? Der hatte Haare, ne? Ich glaube, der hatte Haare. Hätte ich mal mehr drauf geachtet. Seine Brille ist noch da. Oh Mann, die hat... Ach, guck mal, er hat immer den Tee aus diesen Gläsern getrunken. Also ist sie noch so im Modus, dass sie ihm den Tee macht. Ach, krass. Ach, war das vielleicht sogar sein Kalender und er hat... Who do you think's gonna feed you now? Fies. War das vielleicht sein Kalender und er hat bis zu der Operation nicht überlebt oder so? Naja, das hat gerade geruckelt in dem einen Bildschirm, wo ich war. Aber hier, jetzt ist es eigentlich flüssig. Es kann natürlich am Stream liegen. Wir müssen hier wirklich, fingers crossed... Oha. Oha. Oha, das sieht nicht gut aus. Ich könnte sagen, fingers crossed, damit wir hier nicht irgendwie abschmieren mit dem Dorfinternet. Aber jetzt gerade... schwierig. Gerade geht's. Naja, wir schauen mal. Im Zweifelsfall muss ich ein bisschen was an den Grafikeinstellungen ändern vom Game. Jack was meistens wird's part dann of the besser. Solidarity movement. He spent a few months in an internment camp, but even that couldn't dampen his spirit. Ich habe meinen Tower-Rechner nämlich nicht dran. Das stemmt gerade. Boah, also das ruckelt das bei euch? Seht ihr das ruckeln? Sagt mal, ob das ruckelt. Boah. Okay, dann müssen wir gleich mal schauen, ob man da irgendwas ändern kann, damit das nicht mehr so ist. Wir gucken mal, ob wir hier direkt irgendwelche Einstellungen im Spiel finden. Falls ihr richtig Ahnung davon habt, könnt ihr ja mal sagen, was ihr glaubt, woran das liegen könnte. Ich hatte nämlich einfach schon, damit es nicht ganz so fies läuft. Ja, wir könnten unbegrenzt. Ist unbegrenzt besser oder ist ein fixer Wert besser? Wir machen mal unbegrenzt. Keine Ahnung, ob das besser ist. Ich weiß es wirklich nicht.
Glättung ist mir egal. Ja, das ist mir alles Latte. Das hatte ich alles SSS-Qualität. Machen wir mal auf niedrig. Mal gucken, vielleicht bringt's was. Ich habe keinen Plan. Was auch immer SSS-Qualität ist. Ist jetzt flüssiger. Bisschen, ne? 30 FPS V-Sync aus. Ja, echt? Ist das ein Ding? Machen wir, Freunde. Ich höre da auf euch. Wo war die? Hier war die. Aus. Und 30 FPS. Echt, ja? Nicht unbegrenzt. Unbegrenzt nicht gut, ja? Okay, wir versuchen es mal so. Also für mich hat sich optisch nichts getan. Für euch vielleicht. Wer weiß. Was haben wir denn hier noch so rumliegen? Come on, Jack. Where'd you put it? Okay. Let's do this the other way. Besser, alles klar. Drücke Left Button, um Einblick zu aktivieren. Achso, das muss ich. Ah, das kann ich auch nur dann drücken. Okay. Was haben wir denn hier? Ah, okay, wir haben Notizen, beziehungsweise wir haben keine. Wir haben Schlüssel. Boah, okay, wir können alle Sachen rotieren. Wir können Sachen kombinieren. Und wir haben seine Krawattennadel. Okay. Okay, I think that's it. Jack's waiting downstairs. Time to say goodbye. Okay. Jetzt war da noch eine Tür und hier geht's noch hin. Ich würde schon mich gerne noch erst umschauen in der Wohnung. Was haben wir hier? Krass, die Wohnung ist riesig. Das ist ein französischer Altbau. Also glaube ich tatsächlich, weil es gibt auch in Berlin unheimlich viele Gebäude, die unter französischer Altbau fallen. Und da wohnen ein paar Kollegen und Kumpels und die sehen original so aus. Wobei die Böden sind ein bisschen besser in Schuss und die Wände nicht so dreckig. Und ich habe nichts, was ich damit kombinieren kann. Alles klar. Looks nourishing. Ah ja. Die Wohnung funkt. Was war das? Nein, ich habe zu. Da war was in dem Glas. Das sah sauräudig aus. Die Wohnung funktioniert so ein bisschen wie ein Tutorial-Level. Wir lernen jetzt hier. Here you go. What's your face? Glad to see you're still kicking around. Oh, sie schnurrt nicht. Wie sad. Am Tisch, Freunde, am Tisch. Good morning, Krakow! Ah, 5. November 1999. Ach, die OP war schon. Die war am 2. November und die war schon. Lesen. Oh. Das symbolische Begräbnis des Bergwerks. Oh Gott. Sierschas. Ich hoffe, es sind keine Polen oder Menschen, die eine ähnliche Sprache sprechen, anwesend, weil das wird schlimm. Ich nenne es jetzt Siersza. Können wir uns darauf einigen? Die Bergleute aus dem Bergwerk Siersza kamen heute wie üblich zur Arbeit, aber statt Taschenlampen und Spitzhacken trugen sie einen schwarzen Sarg mit brennenden Kerzen, ein Symbol für den Untergang ihrer Firma. Dies ist nicht der Tod unserer Mine, skandierten die Mitarbeiter des Bergwerks Rettungskomitees von Siersza. Unsere Arbeit wird nicht begraben werden. Der Sarg ist für das Kohleunternehmen Vistula, fügten sie hinzu. Die Bergleute haben außerdem angekündigt, dass sie morgen wie gewohnt zur Arbeit kommen werden. Boah, hört ihr das laute Schmatzen, Alter? Das ist die Katze. Ein völlig übertriebener Sound. Sie weigern sich zu akzeptieren, dass das Bergwerk Siersza aufgelöst wurde. In der Zwischenzeit protestierten ihre Kollegen weiter vor dem Hauptsitz des Unternehmens in Tichy, indem sie vor dem Eingang eine symbolische Mauer hochziehen. Jeden Tag wird eine weitere Steinschicht verlegt. Bis zur Decke bleiben noch 5 Schichten.
die neue Mission der NATO, für Stabilität in einer Welt nach dem Kalten Krieg zu sorgen. Heute hielt der US-Präsident Bill Clinton eine wichtige außenpolitische Rede zum Gedenken an den Fall der Berliner Mauer. Der Präsident sprach über die Fortschritte, die wir bei der Stärkung der Demokratie in Mittel- und Osteuropa erzielt haben, und über die Herausforderungen, die noch vor uns liegen. Der Präsident betonte außerdem, dass die Führung und das Engagement seines Landes für das friedliche Umgestalten Europas entscheidend waren. Präsident Clintons Vision von einem ungeteilten, demokratischen und friedlichen Europa wurde durch einen wichtigen Meilenstein noch gefördert. Durch die Erweiterung der NATO Anfang diesen Jahres um Polen, Ungarn und die Tschechische Republik haben Präsident Clinton und die anderen führenden Politiker der NATO diese neuen Demokratien und das Bündnis gestärkt und ihren Beitrag zur Sicherheit und Stabilität Europas gewährleistet. Hochpolitisch. 1 Zloty und 90, wie auch immer die Cents in Polen geheißen haben. I can't believe it's all still here. Oh, Jack. Hat sie jetzt eigentlich eine Liebesbeziehung zu Jack oder eine väterliche? Eher eine väterliche, oder? Illuminate photo for 5 seconds. Dip in multigrade for 3 seconds. Dip in stop for 3 seconds. Und dip in fixer for 3 seconds. Ja gut, kann man sich ja merken. Okay. Oh. I guess I forgot about this one. I can do it now. Okay, also. Illuminate for 5, oder? Ja. 4, 5. Hat das Ticken auch gehört oder habe ich mir das eingebildet? Was ist ein Watt? Ich kann nicht lesen. Ach, da hinten ist der Fixer. Also müssen wir da lang. Da steht Fixer drauf. Das kann ich lesen. Also fangen wir hier an. 1. Okay. Das ist ja cool gemacht. Ist jetzt kaputt gegangen? Es ist wieder Jeff Bezos, ne? Jack Bezos. Nennen wir ihn Jack Bezos. 21, 22, 23. Was the last photo I took of you, Jack? Leute, warum dreht sich? Das dreht sich von alleine. Ah, es dreht sich. Okay, steht aber auch nichts drauf oder so. Jetzt haben wir ein Foto von ihm. Cool. Also, wir lernen hier im, ich nenne es mal Wohnungstutorial, einfach, wie man mit den verschiedenen Mechanics umgeht. Jetzt gehen wir mal weiter. Wir haben da eine Tür und wir haben da eine Tür. Wir haben eine Menge Türen. Mein Problem ist, ich bin so ein Backtracker. Das heißt, jetzt denke ich mir, aber die da, ist das eine... Nee, ist auch so eine Milchglastür, die wird nicht rausführen. Ah, Schlafzimmer. Weird to be back in my old room. Kinderzimmer. So many memories. Ah, okay. Also wir haben eine. Wir haben jetzt definitiv geklärt, also sie hat eine väterliche Art Beziehung zu Jack Bezos. I used to get a lot of these. To me, they were like trophies. Badges of honor for doing the right thing. Sehr geehrter. Jack wasn't too amused, but he did his best to cover for me. Sie ist also eine kleine. I kind of feel bad for making him go through all that. Sie ist also ein kleiner Rebell. Sehr geehrter Mr. Orkan, wir müssen Sie bitten, am nächsten Elternabend teilzunehmen, da wir mit Ihnen den Vorfall vom vergangenen Donnerstag besprechen möchten. Um es zusammenzufassen, Marianne überbrachte einem der Schüler eine Nachricht von seiner kürzlich verstorbenen Großmutter. Wir verstehen, dass es Mariannes Art war, ihren Mitschüler zu trösten, aber Ihnen ist sicherlich bewusst, dass dieses Verhalten gelinde gesagt unangemessen ist, da dies nicht die erste Verhaltensproblematik ist, über die wir sie informieren mussten, halten wir es für dringend notwendig, persönlich mit ihnen über Mariannes Zukunft in unserer Schule zu sprechen. Die Direktorin der Grundschule Nummer 7, Sophia Kania. Ich mag sie nicht. My oldest family heirloom. As a kid, I'd show this to people just to freak them out. I'd usually say something like, pretty sick, huh? Ah. I was such a dork.
Allgemeine Informationen. Aufnahmekarte für die Intensivstation. Krass, das ist ein Datenblatt von einer Krankenakte. Erste Diagnose, Verbrennung zweiten Grades, die 35% der gesamten Körperoberfläche, Rumpf und obere Gliedmaßen bedecken. Verdacht auf Inhalationsverletzung. Krass. Pflege und Stabilisierung. Erste Wundabdeckung, Atmungsunterstützung eingeleitet. Verabreichung von Trinklösung eingeleitet, Schmerzminderung eingeleitet. Der Patient, die Patientin, der Patientin, lol, die haben damals schon falsch gegendert. Die Patientin wird Sauerstoff mit hohem Durchfluss. Der Patientin, das ist, oh Gott, ich muss aber weiterlesen, weil der Satz völlig korrekt ist. Ich bin einfach ein Riesenhonk. Oh lol. Alles klar. Ich verjährst alles, was ich gesagt habe. Der Patientin wird Sauerstoff mit hohem Durchfluss verabreicht, bis eine Kohlenmonoxidvergiftung ausgeschlossen werden kann. Nice. Sehr gut. Ausgezeichnet. Kids from the orphanage. Not all of them had my luck. That's why I kept coming back. To play. To take care of them. To listen. That was the least I could do. Okay, sie hat sich ja also nachdem sie adoptiert wurde, offensichtlich von Jack, auch weiterhin noch um die Waisenhauskinder gekümmert. Yeah. I used to have a thing for them. Don't know why, really. I guess they just used to make me happy. Jack ja knew it well. That's why there's so many of them here. Da muss ich ja wirklich sagen, wer so Schmetterlinge und so sammelt, das finde ich weird. Da waren wir, da haben wir die Katze gefüttert. Okay, dann haben wir hier, waren wir auch, da haben wir das Foto entwickelt. Ein Bad. Ja, nice. Ist nichts drin. Also nichts, dass er irgendwie... Da liegt doch nicht einfach nur ein Buch und sie sagt interesting und dann können wir damit nichts mehr machen. Aber geiles Cover, Alter. Das ist alles? Na gut. We lived upstairs from Jack's funeral home. It wasn't as weird as it sounds. Besides, if it wasn't for that, I may never have learned to use my powers. Aha. Okay, hier können wir nicht hin. Auch nicht. Der Schatten ist zwar nice gerade. Cool. Schön gemacht. Oh, der Regen ist sehr laut. Es gibt übrigens... Ach ja, wir haben ja diese Sicht noch. Fuck, viel zu selten benutzt wahrscheinlich. Es gibt übrigens keine Art zu rennen. Doch, wie komme ich überhaupt ins Menü? Ach, hier. Nee, es gibt keine Möglichkeit zu rennen. Wir haben nur diese Klarsicht oder was das war. Viel geraucht wurde. Aschenbecher steht wirklich an jeder nur erdenklichen Stelle bereit. Kann man die verbrauchen, diese Fähigkeit? Das sieht nicht so aus. Nimm mal irgendwo irgendeine Anzeige. Ich weiß noch, bei Spielen früher, als es einfach nicht nötig war, korrekt zu animieren, wie viele Stufen eine Treppe hat. Heute schon. So, die Fähigkeit ist voll angenehm, weil es laute Regenprasseln wird. Jack taught me to accept my condition. Of all my foster parents, he was the only one who saw it as a gift and not a curse. The last goodbye, funeral home. Bestattungsinstitut. Lol, was ist das? Seht ihr das da an der Mülltonne? Seht ihr das da, wo ich jetzt quasi mit meinen Füßen drauf zeige? Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Das ist doch eine Flashlight. Das ist doch eine Flashlight. Ja, ich bin mir absolut sicher. Nun. Absolut, Alter. Lol, es ist ja wirklich ein wunderschönes Gebäude, aber da ist ja alles dran kaputt. Na, da ist ja wirklich nichts ganz.
Okay, da will das Spiel nicht, dass wir hingehen. Yeah. Who doesn't? We to get out? Need to get out. Oh lol, freudscher Verleser. Ja. Ah, Schlüssel. Jack's in the prep room. Oh lol, Alter. Jetzt müssen wir echt so eine... Vorbereitungsraum. Hm. Gucken wir uns erstmal um. Müssen wir jetzt echt eine Leiche vorbereiten fürs Begräbnis, ja? Und dann noch den eigenen Stief- oder Ziehvater. Adoptivvater, meine ich. Hm. Boah. Minas Tirith. Ganz eindeutig. Sonst ist hier gerade nichts zu holen. Adam Nowak. Here it is. Oh lol. Alles klar. Menge Memorabilia oder wie das heißt. Und draußen fuhr sogar ein Auto lang. Details und so gefallen mir schon echt gut. Das ist schon schön gemacht. Echt. Das hat er. Ja, klar. Licht. Wie wär's mit Licht? Hä? Oh lol, natürlich geht's da runter in den unheimlichen Keller. Vom dunklen Raum in den dunklen Keller. Bin ich ja voll sowas von dabei. Ganz ehrlich, wenn ich ein Bestattungsinstitut oder so hätte, Alter, oder da irgendwie aus irgendwelchen mir unerfindlichen Gründen arbeiten müsste, wäre mir ja alle zu gruselig. Alter, das wäre der hellste Ort der Welt. Ein Leuchtturm wäre ein Scheiß dagegen. Not sure if I'm ready for this. Lol, Alter, guck mal hier, das Ding ist nicht mal sauber, da klebt noch Blut dran. Sag nicht. Ah, okay. Lol. Nun. Hi, Jack. Hey, Jack. Okay. Ah, wir müssen ziehen. Können wir zu weit ziehen? Nee, können wir nicht. Wir müssen auch loslassen. Okay. Lol, wir haben keine Krawatte. I got your special clip. Now, where's your tie? Ach du Scheiße. Oh no. Achso, hier. Oh lol, Alter. Ich dachte gerade, die hätten wir original irgendwo in der Wohnung übersehen. Ah, look at me. Snazzy. You wouldn't have it any other way. I didn't expect this to be easy. I guess I didn't know what to expect. When things get personal, it just burns you from the inside out. There.
ob Bestatter das machen? Bei ihren eigenen Familienmitgliedern? I doubt it. Also, weiß ich nicht. Vielleicht machen sie es auch, weil es ihnen besonders wichtig ist. Die haben ja einen anderen Bezug zum Tod, was ich unfassbar krass finde. Ich könnte das ja nie im Leben. Aber machen die das wohl bei ihren eigenen Familienmitgliedern? Ich weiß es nicht. Da gibt's Familienrabatt. Oh, ja, das kann sein. Can't you people read? The signs are closed. Oh, Leute. Jemand oder etwa? Ja, genau. Jemand oder etwas ist am Start. Sieh nach oben. Ich kann die Kamera nicht frei drehen. Sieh nach oben? Wie denn? Ach so. Da soll ich wahrscheinlich einfach hochgehen. Oh, come on, Alter. Da stand was. Okay. Oh, ja, klar. Ja, mach doch gleich eine Spieluhr an, Alter. Natürlich. Absolut. Oh no. Oh no. What the hell? Oh no, 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 no. Die Mucke ist ja geil gerade. Guess you felt it too, huh? Die Katze. Also die Mucke ist schon ein bisschen sehr fancy, aber... Stimmung ist nice. Sag mal, jetzt mal ganz blöd gefragt. Ist das hier ein Lichtschalter gewesen? Nee, ne? Nee. Oh, die Urnen alle. And then it happened. As it did so many times before. Just when I thought my day couldn't get any worse. That darn notebook. I'm gonna be late. I need to find that. Marianne? Lol. Marianne, are you crying, my child? Wie kaputt er ist. It's fine, Jack. Now, you didn't happen to see my notebook, did you, darling? My memory's a bit fuzzy. Geil. So much for aging gracefully. Where is that? Listen, Jack. Ich hab legit Gänsehaut gerade, weil ich ganz viele. Wir müssen es erstmal gucken. Oh, no, no. I've got so much work, my dear. It's okay, Jack. Alter, dass das von außen Leute nicht sehen können, weil links das ist, was in der realen Welt zu sehen ist und rechts das, was sie sieht. Es ist ja Geniestreich, ist das cool gemacht. What's wrong, dear? Ist ja mega. Why is it so cold in here? Where is that? Das ist ja übel gut. Diese Umsetzung ist, ich habe immer noch Gänsehaut. Diese Umsetzung finde ich so fantastisch. Auch mit dieser Totenmaske und dass er darunter schon so kaputt ist. Und deswegen hat sie auch diese ganzen Probleme im realen Leben, weil die Leute sie immer nur so agieren sehen, als wäre sie alleine. Das ist ja so cool umgesetzt, Alter. When I'm at the hospital, are you sure you're gonna be all right?
Yes, Jack. It's gonna be fine. I promised myself once I would never let anything happen to you. Not while I'm around. I'll be fine. I promise. No risky stuff, then. Huh? All right? All right, Jack. Now, get some rest. I need those. Be good, Marianne. I love you, my child. Whoa. I've loved you since the moment you walked into my life. Remember that. Always. Stark. Boah, richtig stark, Alter. Oh, fand ich, das hat mich ja eiskalt, das finde ich ja so smart umgesetzt, ey. To say all the things that were left unsaid, but it didn't make things any easier. Alter. I could help 1,000 souls cross over, but when it came to Jack, it still hurt like hell. I love you too, Daddy. Auch, dass sie sie in der realen Welt links im Bild beim Splitscreen haben reagieren lassen auf das, was rechts gesagt wurde, sodass quasi getrennt voneinander betrachtet werden kann und so. Alter, richtig smart, Mann. Da hat man sich richtig Gedanken gemacht. Das ist ja so gut. Divided. Flasht mich total. Torn between two realities. Wenn mich was begeistert, dann ja richtig. Aber das finde ich Hammer. But now I was the only one. Or so I thought. We're closed. There's another funeral home across town. I can give you the number. Marianne. Who is this? You don't know me, Marianne. But I know you. Look, if this is a joke... You'd need to listen to me, Marianne. Okay, I'm hanging up. I know what you are. What? Who is this? My name is Thomas. I need your help. Listen, if that's all you've got, I'm... No, there's more. I can give you the answers you've been looking for your whole life. Also, da könnte sie als Medium, die gerade im Totenreich war, aber auch ein bisschen offener gegenüber ihm sein. With a dead girl. Oh, jetzt hat er sie. What did you say? Jetzt hat er sie. The Nemo Resort. Find der Haken there. Ist raus. Please. The light, it's almost gone. It's not dark yet, but it's getting there. You're the only one who can stop it. You're my only chance. Hello? Hello? Shit. Ja.